Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, ich hab's endlich mal geschafft, meinen kleinen Zauberstab alles auf 20 zu kriegen. Und ich habe festgestellt, dass es mir am meisten auf den Zeiger geht, ist, wenn ich solche Sachen laden will, dass ich ja nachts draußen nichts sehe. Darum versuchen wir mal, da was dagegen zu machen. So, als allererstes, ich habe hier schon mal Blaze Rods. Die Blaze Rods packe ich jetzt mal hier rein. Links und rechts. Dann habe ich einen Hammer, der kommt dazwischen. Und dann habe ich schon mal zwei Long Blaze Rods. Dann brauche ich jetzt aus diesem hier das da. Und dann habe ich hier, ich hoffe, dass das da ist, weil wir wollen nämlich einen Brewing Stand bauen. Ich brauche noch zwei Aluminium Rods und ich brauche noch einen Crucible. A Crucible, das waren einfach nur, soweit ich noch weiß, ist 7 Eisenplatten. Und ich glaube dann im Assembler, ne? Häuser. Wieder Nummer 7. So, du hast den schon mal nicht. Nicht baue ich mir ein. Also nicht in den Assembler. Und auch kein Circuit, sondern mit der Hand. So. 7 Stück. Hammer. Fertig. Mir egal, halt, ich muss da rein. So, das heißt, du bist jetzt da, du bist da. Jetzt brauchen wir Ringe, Rods, Schrauben. So, Ringe, Rods, Schrauben und wir haben zu wenig, ich glaub's nicht. Halt. Ich habe ja. Ja, das ist das Problem. Ich habe noch keinen vernünftigen. Ich habe noch keinen vernünftigen Zauberstab. Das heißt, mit dem habe ich Minus. Ja, scheiße. Ich bin jetzt bei 21,6. Das ist zu wenig. Nein, das heißt, ich kann den nicht machen. Die 8, die wo ich jetzt hier hätte, den ich jetzt da brauchen. Das ist gerade richtig, ja, beschissen. Ja, jetzt kann ich mal gleich gucken, ob ich noch eine vernünftige Rüstung habe. Das heißt für mich, ich muss einfach mal, ich werde jetzt bestimmt wieder drauf gehen, wie ich mich kenne. Also mir ist egal, weil ich brauche einfach nur diese Feueressenzen. Fackeln habe ich noch 57. Das heißt, du kommst dahin. Der Hammer kommt weg, der Cleaver kommt dahin. Wir gehen mal schnell in meinen Dungeon. Und klopfen die so lange, bis ich noch zwei oder drei Fire-Aspekte bekomme. Und das geht's nicht. Ich muss halt nur aufpassen, dass da nicht irgendwelche Lücken nach unten sind. Weil ich falle da immer gern runter oder ich war da immer gerne runtergezogen. Ja, dann muss ich mein Zeug wieder kriegen. Das ist ja nicht sehr leicht. So, wir sind bei 6.12 Uhr. Das heißt, ich kann schon mal auf meinem Sleeping Bag wechseln.
die zwei Pfeile, die ich gebraucht hätte, habe ich nicht bekommen. Aber dieses komische Päckchen da. Ich hätte jetzt da auch nachts hinlaufen können und hoffen, dass da was spawnt. Problem ist nur, ich hätte es nicht gesehen. Moment, habe ich da was gerade fackeln sehen? Man muss es probieren, vielleicht kriegt man es ja. Möchte nur ein Feueraspekt. Ein Hühnchen ist Feuer und Flamme für mich. So, das heißt, ich muss jetzt. Ja, ich muss da lang. Nein. Ich habe zwar gemeint, ich habe einen roten gesehen, aber das war leider keiner. Kann jetzt sein, dass es einfach nur heißt, kurz in den Dungeon rein, zwei, drei erschießen, wieder raus. Also Level 2 ist nicht mehr das Problem. Ja, vorbeigerannt, auch nicht schlecht. Ah, da ist er. Au. Wir hüpfen rein. Und was habe ich mal wieder nicht dabei? Richtig, was zum Essen. Vor allem das Schlimme ist, ich habe die ganze Zeit, ne, auf dem Weg hierher Essen gesehen am Boden. Das habe ich natürlich nicht aufgehoben. Muss ich gerade hoffen, dass ich hier genügend habe. Dass ich wenigstens ein bisschen gestärkt da reingehe. So, das heißt, der Zauberstab da. Mal weg. Glaube ich, die jetzt eine Woche lang nicht mehr auf dem Klo runterkommen. Es ist sehr schlimm, was ich jetzt gerade an Kürbissen kriege. Dankeschön. Ja, kann ich mich ganz schnell in die andere Richtung switchen, dass ich das nämlich ganz schnell brauche. Ich sehe gerade, hier ist ein Aspekt drin. Das heißt, ich tue jetzt mal schnell diesen Kopf da weg. Polyethylenplatten auch, den Bogen ebenfalls. Dann mache ich meinen Rucksack auf. Ich bin nämlich jetzt dann dabei, alles in diesen Rucksack, also in den Advantages Backpack umzusiedeln. Was ich vor allem öfters brauche, weil ich ja da mit der Taste hinkomme.
Und ist total toll. Ich habe vergessen, was ich rausziehen wollte. Mir wird schon wieder einfallen. Zauberstab. Ja. Hier stehen ja noch meine Kisten rum. So. Gehen wir mal hier entlang. Da geht's nach unten. Soweit so. So, dann machen wir mal F7 an. Dann gehen wir mal in den hier als erstes rein. Jetzt bin ich gespannt. Wird die Fackel ausgemacht. War ja klar. So, ich hoffe, der Spawner ist entkräftet. Schlimme ist, ich habe bis jetzt noch keinen Feueraspekt bekommen. So, geht erstmal hier weiter. Erstmal die Tische ausleuchten. Aufpassen, weil es auf der Seite auch noch Spawner sein können. So. Okay. Mal hier rein. Muss auch nur aufpassen, weil ich habe keine Fackeln mehr. Hätte ich mir vielleicht auch noch vorher machen sollen. Ja, ich habe gedacht, ich muss da nicht so lang rein. Okay. Das heißt, mein Bett kommt weg, dafür kommt hier ein bisschen Erde hin. Ja, sehr schön. Ich glaube, ich habe gerade meinen, ja. Das war jetzt Nummer 23 und du warst ein Spawner. So, machen wir auch gleich hier auf, dass ich auch weiß, dass ich hier war. Fledermaus, geh mir, du bist nicht auch noch auf dem Pelz. Aber wenn wir schon hier sind, ne? Klären wir jetzt das ganze Stockwerk. Ich hoffe, dass ich dann irgendwann noch mal Fackeln finde oder so. Oh, ja. Finden wir. Hier zwei. Hier drei. Sehr schön. Also, die brauchen momentan extra lang. Ja, bis die auslösen. Ich habe jetzt da nichts dagegen. Das ist süß. Ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn ich nochmal einen kriege. Das ist so ein Feueraspekt. So, das heißt, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das heißt, der eine Gang fehlt noch. Dann haben wir die Ebene auch. Ja. Alter, wie viel Leben hast denn du? Du Irre?
So, ich merke aber schon, das wird nichts mehr, weil ich zu wenig Fackeln habe. Aber mein Zauberstab ist voll. Oh. Den nehme ich mit. Molybdenum Ingot. Okay. Nee, das sammeln wir alles, wenn wir hier komplett durch sind. Oh, ich habe hier noch 5 Fackeln. Heißt, ich kann es ja mal probieren. Wie weit das ich komme. Vielleicht reicht's ja. Hallo. So. Nicht. Ich habe jetzt noch 4 Fackeln. Hey, noch eine. Irgendwo. Hier. Ah, lass ich mal den Käse da. Ja, nee, geplündert wird später. Geplündert wird später. Ich habe nur noch eine Fackel. Das heißt, ich muss mir da auf jeden Fall auch noch was machen. Ist auf jeden Fall witzig, wie langsam das hier die Monster gespawnt sind. Ich habe da schon ein paar Mal jetzt gemeint, dass überhaupt nichts mehr spawnt. Habe auch ein paar Mal die Schwierigkeit nochmal auf Stärke 3 nochmal reingemacht. Ja, das sind die ganz normalen Dinge, aber ich habe hier keine normalen Sticks, ne? Okay, dann hätte ich gesagt, haben wir fast die Ebene geklärt. Weiß, das war jetzt zu leicht, ne? Ist gar nicht gestorben. Muss nicht immer sein. So, das heißt, ich bin jetzt da. Ich muss jetzt in die Richtung. Ich sage, das Wichtigste ist eigentlich jetzt, dass wir den Feueraspekt gekriegt haben. Tropf, lass nach. Alter. Da wollte es aber einer ganz genau wissen. So ungefähr. Hast du nicht gesagt, du willst sterben? Na komm her. Schütteln. Laufe ich in die richtige Richtung? Ja. Da habe ich jetzt nochmal was gekriegt. Ja, einen. Cool. 9. Ja, das ist halt das Problem, weil ich halt noch diese Eisencaps habe. Und bei den Eisencaps braucht man mehr. Wie gesagt, ich finde es immer noch lustig, dass dieser Ball immer noch da ist. Ja, ich hoffe, dass ja das alles klappt, was ich vorhab. Ich habe eigentlich nicht gedacht, dass ich jetzt noch den Dungeon clearen muss. Also wenigstens eine Stufe, aber hat Vorteil. Wir haben jetzt unseren Zauberstab voll. Wie gesagt, in Zukunft wird er dann hoffentlich leichter. Muss man jetzt dann halt noch eine Kiste machen, dass ich erstmal mein ganzes Klumpumpri aus dem Rucksack rausmache. Weil ich möchte natürlich nicht versuchen, das zu verlieren.
dass ich dann wieder eine Schrift lese. Ey Honk, wie wär's mal mit vorher rausnehmen? Ja. Auf jeden Fall, Fackeln bauen sollten wir auch. Es ist auch mal eine Sache, die ansteht. Weiß nicht, wie viele Sticks das wir noch haben. Nicht sehr viele. Sollten wir auch mal angehen. Das Problem. Ich habe doch da momentan noch ein bisschen Holz. Genau, ich habe doch, da ich das bisschen frei gemacht habe, das Land, kann ich es doch mal gleich durch den Cutter jagen, das dann durch die Lathe jagen, dann habe ich Sticks und dann kann ich Fackeln machen. So, okay, aber wir haben jetzt unseren Zauberstab voll. Das heißt, ich kann jetzt definitiv unseren Brewing Stand bauen. Danke. So, und der Brewing Stand kommt jetzt daher. Habe ich das noch da oder habe ich die schon, habe ich die noch vorne? Die habe ich noch vorne. Zeitersparnis. Lagermauer. Nimm die einfach mal mit. Und wieder Werkstatt. So. Soweit ich weiß, brauche ich jetzt da dreimal eine Wasserflasche. Ja genau, Fluorin. Klack. Oh. So, du kommst weg. Dich packe ich da auch erstmal rein. Dich packe ich da auch rein. Habe ich wieder eine Eisenaxt. Man verdient sein Gold mittlerweile damit, dass man diese Dungeons leert. So, okay, also das heißt jetzt, ich brauche jetzt die da. Und wir brauchen jetzt Night Vision. Ich habe nicht angeguckt, ob ich das hinkriege. Potion. Genau. Backward Potion, dafür brauche ich Nether Wards. Will jetzt nicht schon wieder in den Dungeon müssen, weil da habe ich Nether Warzen gesehen. Aber ich glaube, ich habe sie vorne. Wir gucken mal. Jawohl, 16 Stück. Das heißt, muss da wegen aufpassen, weil ich brauche da noch welche, um die anzupflanzen. So, 4 Stück müssen reichen. So, dann heißt es jetzt Flasche rein, Flasche rein, Flasche rein, Nether Ward rein. Das ist wieder so Inkredenz, das was man braucht. Vanilla-mäßig. So, und dann brauche ich jetzt noch Karotten. Und das war Karotte, Karotte, Karotte. Wenn ich jetzt Glück habe, habe ich keine Karotten mehr. Weil ich die alle schon wieder verarbeitet habe. Ja, schauen wir mal. Ah, habe ich. Da habe ich eine Karotte. Dann habe ich jetzt auch mal schon mal Nuggets vorbereitet. Ich glaube, 9 Stück oder 8 Stück oder 6 Stück brauche ich. Die sind hier drin. Und das heißt, jetzt muss halt, ich habe doch da einen Chemical Reactor gebaut. Können wir den auch einweihen, ne? Dankeschön. Wir haben eine goldene Karotte. Ja, muss ich mir gleich eine Kiste klauen. So, jetzt haben wir Awakward Potion. Und wenn ich jetzt die... Da, nein, nein, nein. Ich nehme es nochmal raus. Ich muss mir sicher sein.
Avacquard Potion Golden Carrot, ja. Dann mach mal das. Dann nehme ich mir mal eine Kiste. Die Kiste schmeiße ich jetzt einfach mal daher. Alles, was ich momentan denke, dass ich nicht brauche. Das Schlimme ist, ich habe irgendwo meinen Forestry-Rucksack hin. Ich weiß noch nicht mehr wo. Den habe ich vor lauter Glück irgendwo hingepfeffert. So, dann heißt es jetzt für mich nämlich, dass da alles raus. So. Das da ist was, wo ich es gleich hier rein hauen kann. Die Angelrute auch. Dann geben wir nochmal eine Kiste, machen mal eine Doppelkiste draus. Kriege ich alles rein oder alles raus oder wie ever. So, gehen wir da alles weg. So, jetzt ist auf jeden Fall leer. Dann kann ich mir jetzt mal meinen Rucksack schon mal wegnehmen. Und wir brauchen nämlich den Bad draufsteht. Jetzt muss man den erstmal suchen. Der ist da. So, hahaha, okay, alles klar. Nein, den werde ich nicht kriegen. Weil da muss ich bestimmt HV-Sachen machen. Ja, Mist. Aber ich habe Night Vision. Ich habe Night Vision. Das reicht mir auf jeden Fall aus. Da kann ich nämlich jede Nacht draußen rumrennen. Potion of Night Vision. Kann ich das nochmal verstärken? Das sind 3 Minuten. Ah, Potion of Night Vision. Und mit dem Redstone waren es 8. Auch einen, nicht zwei. Danke. So. Dann lassen wir den auf jeden Fall auch laufen. Ja, hat den Vorteil, dass ich gleich mein Zeug aufräumen kann, was ich in meinem Rucksack hatte. Jetzt muss ich schnell nochmal gucken bei den Night Vision Googles. Stainless Steel Bolts ist das wenigste Problem. Sensor Lens von Galactic Craft, da brauche ich 2 HV-Circuits. Diamond Lens ist auch kein Problem. Also ich brauche da schon mal 2 HV, 4 HV, 6 HV, 8 HV. Auch 8 HV-Circuits. Also kann ich mir die schon mal so weit dann schon mal vorbereiten, dass wenn ich mal HV-Circuits habe, dass wir die dann auf jeden Fall auch herstellen können. So, dann hätte ich gesagt, mach mal das da mal hier rein. So, und es ist Nacht. So. Und es ist hell. Ist das nicht schön? Ich kann jetzt draußen rumrennen. So, und diesmal kommt der Große nach vorne und der Kleine nach hinten. Weil wir brauchen ja jetzt dann auf jeden Fall die Caps, dass wir uns den besseren Zauberstab bauen können. Wie gesagt, und jetzt kann man halt auch mal draußen rumlaufen und es spawnt auch was. Und ich sehe es. Ich meine halt momentan ist es Tag, das ist der Wahnsinn. Oder tags ist glaube ich nicht so hell. Könnt ihr mal was spawnen bitte? Hallo. Langsam wirklich das Bedenken, dass es Tag ist. Und halt nichts.
Ist der Wahnsinn. Mach halt schnell nochmal das mit dem Difficulty 3. Habe ich denn noch von... Ach so, Feuerresistenz. Ah, hallo. Freue mich, Sie begrüßen zu dürfen. Bin schon mal froh, dass was gespawnt ist, dass ich weiß, dass es noch funktioniert, aber das ist wenig. Dass der Server gerade irgendwelche Probleme hat, Monster zu generieren. Hallo? Angelmann. Komm doch mal mit deiner Angel ran. Wenn man draußen rumrennt und hofft, ein paar Idioten zu finden. Und die geben auch nicht mal alle Aspekte. Der rennt gleich weg. Hey! So, 13 haben wir schon mal. Brauche halt 50. Oh, sehr schön. Man freut sich, wenn man Monster sieht. Naja, ich sage ja, alles schlägt irgendwann um. Mach 5 Schaden. Echt jetzt? Alter, was hat denn der gerade bitte schön wenn ihr Monster Ding habt. Entweder HP oder Schutz gegen das Zeugs da. Ich muss jetzt immer wieder auf die Uhr gucken, dass ich weiß, ob noch Tag oder Nacht. Das steht. War das Feuer? Ja. 14. Ja, ich brauche halt für die Caps jeweils 20, dann brauche ich für den Rod brauche ich noch mal welche. Ja, und das Problem ist halt leider, nicht jeder gibt was ab. Und die Hexe hätte ich jetzt noch gut gebrauchen können. Da oben ist ein Skelett. Ja, und das kommt halt auch noch irgendwann dazu, ne? Man wird besser im Zielen. Hallo? Könnt ihr noch mal jemand spawnen? Direkt braucht Aspekte oder whatever. Seinem Zauberstäbchen. Oh, Skeletti. Ah, das ist aber schon wieder so einer. Habe voll in den Baum getroffen. Tschüss. Mir mein Pfeil wieder. Sieht man das irgendwo, dass da eine Zeit runterläuft? 2:24 habe ich noch. Ja, weil ich habe nämlich das Problem, irgendwann wird's dunkel und ich bin auch immer am Arsch der Welt, ne? Und dann spawnen sie definitiv bei. Dann sagen sie sich, ja, jetzt sieht er uns ja nimmer. Jetzt können wir wieder kommen.
Das ist der Wahnsinn, wie wenig das sind. Man muss nicht meckern. Lieber zu wenig als zu viel. Wäre ja auch schlimm, wenn der Server von meinem das nicht mehr mitkriegt, weil zu viele Entities von mir da sind. Ja, am Anfang ist man froh, wenn man keinen sieht, und danach ist man leider, ja. Ich kann ich bestimmt nicht brauchen. Ja, aber wir wissen auf jeden Fall, HV-Circuits brauchen wir richtig viele. So, wir haben jetzt schon 15. Immer noch viel zu wenig. Als zum Beispiel dieses Pferd mit Reiter. Gibt halt keine Aspektpunkte. Was halt traurig ist. Oder der, weil er jetzt auch aus einem anderen Mod ist, auch keine Aspektpunkte. Glaube, es wird hell. Ja, so wird es auf jeden Fall lustig erstmal weitergehen, bis ich meinen Zauberstab soweit voll habe, dass wir uns die nächsten Sachen machen können. Ah. Night Vision hört gerade auf. Oh. Ja. Und bevor ich auf den losgehen kann, verschwindet er natürlich. Alles klar. Der hat sich gedacht, nö, tschüss. Wir hatten uns einen Spaß. 25 Level haben wir gemacht. Und wie gesagt, dann muss ich jetzt mal schauen, dass ich jetzt auch genügend von den Boards herstelle. Ja, machen wir gleich mal 20 Stück. Essen. Ja, ich esse aber momentan mal was anders, weil ich habe ja schon angefangen damit. Dann kann nämlich das sich regenerieren auf 0. Das ist ja das Essen, das wo man dann nur einmal essen muss. Aha, okay. Brauche ich nur noch einen. Ist das auch alles gut? So. Ja, also wie gesagt, alles habe ich schon da für die Caps. Greatwood Lock muss ich auch noch bauen. Der braucht ja auch noch mal ein paar HP. Oh, ich habe noch eine Iron Chest. Dann räume ich mein ganzes Graffel auf. Kommst da rein. Und ja, ich glaube, das habt ihr schon beim letzten Mal gesehen. Gesagt habe es noch nicht. Ich habe meine ganzen schönen Coin Drawers plus Kisten hergezogen, dass wir die halt jetzt auch immer schön hier haben, weil sonst ziemlich nervig ist, immer wieder sozusagen vor zur Wand zu rennen oder zu TPen. Und ja. Das wollten wir halt so umgehen. Ich könnte mir eigentlich jetzt mal angucken, ob mir irgendwann mal diesen Tisch von Bibliocraft machen können. Du kommst bitte da rein, weil Lasersachen kann ich nicht gebrauchen. Meine Bienchen muss ich auch noch. Ja, das ist meine nächste Arbeit. Ich muss definitiv einen Bialyzer bauen. Weil sonst habe ich ein Problem mit denen da. Weil wir versuchen ja immer noch die Leporine zu kriegen. Und ja.
Wir haben nur noch ein paar Tage. Und überhaupt, ja, haben wir. Noch drei oder so. Ja, gut. Aber dann sind wir für die Folge durch. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei weiteren Videos. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Anregungen habt, schreibt es mal unten in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.